So, jetzt bin ich wieder da. Da hinten ist irgendwas, geradezu. Ich glaube, es ist drin. Oder es ist runtergehüpft. Weißt du, wenn ihr hier aus dem Fenster guckt. Ja, ich sehe auch, ich glaube. Ja, wir haben eine Virginia auf dem Gelände, am Wasser. Dann werden wir jetzt eh nicht schlafen können. Die müssen wir doch aber eigentlich nur ins Wasser kriegen, oder? Ja, oder wir gucken, ob wir sie kriegen. Und dann die Rüstung wegnehmen und so. Und dann die Rüstung, ja. Ich habe schon mal den Pfeil angezündet. Muss irgendwas essen? Nein. Scheiße. Wo ist die denn jetzt? Geradezu. Ja, im Wasser. Ach, da hinten seid ihr. Da ist aber auch irgendwas Dickes gerade noch, was rumläuft. Das ist aber draußen. Das rennt hier gegen die Wand. Tot. Virginia ist tot. Komm mal denn aber ran? Ich habe ein Baby. Nee. Kommt mal nicht dran, ne? Ich glaube nicht. Ja. Nee, schon im Wasser. Nee, ist vorbei. Ja. Ich geh mal eben auf. Vorsicht, Baby rollt hier rum. Ich hab's gesehen. Ich weiß nicht, das überlebt das Wasser. Ich höre es zwar, aber ich sehe es nicht mehr. Das ja, ich weiß auch nicht, wo es gerade ist. Ich hab's aber auch irgendwo auf dem Ohr. Wo ist denn der Dicke jetzt hier? Da vorne, wo Sabrina steht, wo Yvonne steht. Ach, da kommt er. Ja, wenn er mal stehen bleiben wird. Was ist das? Das heißt Baby. Das ist hier bei mir irgendwo. Ich sehe es noch nicht. Habt das? Ist tot. Ja, wir haben es. Gut. Das hat mich gerade angesprungen und dann hat hier Dings getötet. Sehr gut. So, wollen wir jetzt schlafen? Können wir. Wo ist denn jetzt der... Ist der jetzt abgehauen, oder was? Ja, ich höre noch nicht mehr. Fettsack. Mhm. Ich geh mal noch mal schnell was... Ah, nee, oder? Warte. Ja, mach das doch. Nicht, und musst du gleich hier. Gut sein, du musst jetzt gleich hier essen. Ich bin am Weg. Ja, ist gut. Ja. Wo ist denn jetzt wieder dieser Punkt? Da. So, gleich mal das Spiel noch mal retten. Ja, das auf jeden Fall. So. Und gleich mal wieder ein bisschen Nahrung auffüllen, ne? Mhm. Ich find's immer lustig, dass immer, wenn Kev das Spiel rettet, dann springt immer einmal der Tagzyklus einmal durch. Okay, das wusste ich gar nicht, dass das so... Ich sehe ja nur den Modus halt, dass das Spiel steht. Ja, weil dann steht da immer, der Host reagiert nicht und dann geht's praktisch einmal Tag, einmal Nacht und dann wieder zurück. Ey, haben wir aber alle zugegriffen, hier ist die ganzen Trockenregale sind schon wieder leer. Ja, wir ja, müssen wir auf die Jagd. Ich versuche jetzt mal ein paar Rehe zu kriegen. Was mir übrigens aufgefallen ist, dass die Charaktere nicht einmal auf Toilette müssen. Du trinkst und trinkst und trinkst und hast nicht einen Toilettengang. Was machen die heimlich, wenn die ins Wasser fallen? Achso. Ja, wollte ich sagen, bei dem, was wir mal getaucht sind, da kannst du auch so den Bild machen. Ja, gut. Entschuldigung an die Leute, die hinter mir getaucht sind. Aber meistens bist du doch mal ganz hinten getaucht, deswegen oder? Deswegen war das Wasser immer so trüb, ne? Ja, deswegen war es auch nie kalt.
Ich habe mich auch mal gefragt, wo die salzige Stimmung herkommt. Oh, ist eine salzige Stimmung. Weil jetzt wisst ihr, es ist nicht salzig, das wäre dann was anderes. Na, dann fangen wir mal an, heute die Kirche zu bauen, würde ich sagen. Wolltest du nicht noch ein paar Sachen einsammeln, bevor wir anfangen? Wir können aber auch gerne noch ein paar Sachen einsammeln, ja. Habe ich jetzt gerade schon mal dabei. Wenn wir hier schon mal sind, dann kann man auch zumindest ein bisschen zur Überbrückung die Dings machen. Anfangen. Na toll, da hinten ist schon wieder was Großes auf dem Weg. Ich fische hier gerade mal ein bisschen. Ja, ich... kommt denn da hinten? Eine Virginia und... ein Armsee und ein paar kleine. Ich kann... 95 braucht die Kirche. Oh, ich habe... Wir können aber auch nochmal losziehen, Zeugs holen, ja. Das wäre auch kein Problem. Ein Speer verloren und Scheiß. Scheiß Koffer. Sowas sagt man nicht. Was? Die ganzen Fische sind hier. War noch eben gerade noch 3-4 Stück hier drin. Da ist eins. Mhm. Wir laufen wieder. Ah, wir kriegen Besuch, Leute. Ja, ich höre es schon. Bei mir hier. Er schmeißt mir gerade die ganzen Fische weg. Aua. Oh, noch einer. Aber die gehen eigentlich recht einfach zu töten, muss ich mal sagen. Diese Renner-Dinger. Ja, den hat's relativ easy zerlegt. Ich brauche mal ein paar Knochen. Leute, da kommen wieder zwei ganz große. Minimum zwei große und was Kleines, hier geradezu bei mir. Oh oh. Komm mal rein und mach mal schnell das Tor zu. Ja, ich häng fest. Das ist das Problem an der Sache. Ich leg mal gerade die Bäume jetzt ab, die brauchen wir gerade nicht. Tor ist zu, das große. Ja, schön, dass du mich jetzt. Heiz ist reingekommen. Du kannst dich doch ruhig mal für uns opfern hier. Ja, bitte was? Aber nichts gegen so viele. Wir
auch tot. Oh. Tutu. Ich will eigentlich das so abschließen, aber okay. Also wir haben Minimum 2 bis 3 vor der Tür. So, ich gehe mich jetzt vergnügen. Ich find's vor allem geil, dass du die aufhebst, nachdem du die Arme und Beine abgehackt hast, und die Leiche hat trotzdem Arme und Beine dran. Das ist jetzt meine Leiche, ich gehe mich vergnügen. Wir haben hier wieder eine Muschi drin. Ach und Gott. So, ich leg dir bei Markus mal ins Schlafzimmer. Wir haben 2 große hier drin. Ja, aber einer geht jetzt gerade ins Wasser und stirbt wahrscheinlich jetzt gleich weg. Heißt, ist runtergefallen. Wir sind auch noch 2. Zwei da auch im Wasser. Wir müssen hier irgendwie mal die Bäume um das Ding hier wegmachen, dass man die sieht. Komischerweise stirbt die Virginia aber im Wasser nicht. Die sind beide noch am Leben. Die haben nicht gestorben im Wasser. Er ist tot. Wir haben voll die Action vor der Tür, ja? Ja, ich bin hier schon am Bekämpfen. Ich weiß, wir haben hier drin aber auch noch welche. Oh, oh. Oh. Der Arm, sie ist schon wieder voll am Bäume fällen. Das ist doch geil. Spart uns Zeit. So nett, dass der hilft. Oh, shit. Müsste mal die Leuchtpistole nachladen. Oh, gut, er hat sich verlaufen. Ja, es ist unten ein Pavian. Ich glaube, ich hänge hinten fest. Zweiter auch tot. Oh. Ich wollte gerade mit der Leuchtpistole drauf schießen, Mensch. Ja, gut, es war jetzt relativ schwer quasi unbewegliches Ziel. Aber er liegt nah genug dran, der Arm sie hier, um Rüstung abzunehmen. Das ist ja gut. Wenn ihr braucht, vorne am Pavillon ist noch Mutantenrüstung. Hilfe. Ja. Warum auch immer das hier gerade, warum ich jetzt gerade wieder brenne, ist ein Rätsel. Ja. Ja, ich muss gerade weg. Oh, Alter. Jetzt. Die anderen hier weiter. So, jetzt mal die Rüstung ausnehmen. Mal die ganzen Pfeile wegnehmen. So, dann ist das Viech nämlich ausgearbeitet. Ich hänge hinten fest. Was ist das eine Dinge? Virginia draußen. Ich weiß, vor mir. Die schießt jetzt hier schon die ganze Zeit von oben. Ich stehe von vorne nach. Also die ist jetzt. Jetzt ist sie tot. Jetzt ist sie tot. Hier ist er noch. Noch mehr große Viecher hier draußen. Kannst du auch Rüstung schön nehmen. Ja, er müsste gleich auch schon rüber sein. Wir haben übelst Gegner, ja. Wow. Oh, hat mich das jetzt gerade erschrocken. Alter, was geht denn nicht? Sag mal, was sind hier für eine Invasion gerade? Wo ist denn die Virginia jetzt hin, die da unten lag? Ist weg? Wir werden zu groß. Ja. Kann sein, ja. Schön. Nächster auch tot, 2 Mann weg. So, jetzt habe ich hier nur einer rum. Dann haben wir zumindest mal.
Na, irgendwo hatte ich hier noch einen großen Arm sie rumrennen sehen. Ja, der ist tot. Also sind alle tot. Achso, der liegt ja. Und es regnet. Ja, endlich. Na super, dann füllen sich wenigstens unsere Wasservorräte wieder auf. So. Jawohl. Hab noch eine Hexe mitgenommen. Hä? Gesundheit. Danke. Stöcke habe ich da jetzt. So, ich habe nochmal eine extra Nacht zugehängt jetzt gerade, dass wir da auch noch ein bisschen was haben. Wir wundern uns die ganze Zeit, dass hier immer so viele Gegner sind, dabei haben wir ein Dorf direkt vor der Bühne. Und ich gehe jetzt gleich da oben nochmal das Ding da suchen. Das Camp, was oder markiert das, weil die Markierung ist irgendwie weg. Ich habe aber definitiv dort eine Flagge gesetzt, das weiß ich. Ja, das hatte man letztes Mal auch gesehen, dass da eine war, aber irgendwie ist da keine mehr. So, erstmal mal die Stöcke weg. So. Kann ja weiter eine Kirche bauen. Haben wir irgendjemand helfen? Ja, was? Wo bist du denn? Ich stecke hier hinten fest. Komme nicht raus. Warum machst du sowas? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Im Wasser hier über den Felsen. Oh. Du kommst doch nicht weg, oder was? Ja, ich hänge fest. Ich kann zwar tauchen. Ich glaube, ich muss in die F-Muppe gehen. Jetzt müsste es so. Ach, wie freu ich. Einfach Fall drauf schießen, dann geht's. Ich hänge ja schon eine ganze Beine fest. Du sagst aber auch nichts, ne? Ich hab die ganze Zeit was gesagt, aber ihr wart die Kämpfe nicht. Okay, oder es ist einfach nicht, es ist einfach wie gerade in der Menge untergegangen, das kann auch sein. Ich hatte auch nichts gehört. Verbaue mal eben die Baumstämme, wie der Arm sieht. Ich mache übrigens mal die ganzen Totems kaputt, die uns die Kannibalen hier vor der Bude stellen. Hm. Ich stelle selber nochmal welche auf. So wie ich das in der Gruppe eben mitbekommen habe, zum Beispiel, soll es einen Teil geben, was auch die kompletten Gegner weghält. So ein blaues. Ja, so ein Ding Artefakt, so. Das kannst du aber auch jetzt holen, wenn du den Endgegner hast. Hm? Dieses Artefakt, was man besorgen kann. Ja. Das kannst du einmal einstellen, dass die wegbleiben. Und dann kannst du einstellen, dass alle kommen. Ja. Na gut, wenn ich aber ehrlich bin, so zwischendurch mal ein paar Gegner sind eigentlich in Ordnung. Solange es nicht. Ich höre hier irgendwo ein Baby, da ist es doch. Solange die 50 Gegner jedes Mal auf einmal kommen, ist das eigentlich egal. Ich muss sagen, wenn ich bei mir alleine spiele, dann will ich eigentlich nur in Ruhe bauen. Dann habe ich meistens immer diesen Vegan-Mode an. Ja gut, klar. Aber und ich mache mir die dann wirklich nur an, wenn ich irgendwie wirklich Knochen oder sowas brauche. Eieiei, bei mir ist wieder ein Gegner. Ein oder zwei. Hilfe. Ich will doch nur in Ruhe die Küche und den Sarg bauen hier. Bei mir sind wieder Gegner, Leute. Ja, bin auf dem Weg. Ja, ich bin ja gerade mitten irgendwo im Nirgendwo.
So, ich muss mich gerade ein bisschen rausziehen, damit ich jetzt die... Jawohl, eines. Bist komplett in die Falle reingegangen, Kollege? Oder was? Sieht so aus. So.